Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video für März. Ich teile hier wieder, was im März so passieren wird und ich werde euch ein Fazit geben zu meiner Challenge im Februar und die neue Challenge für März in diesem Video ankündigen. Starten wir erstmal damit, das Gruppencoaching im März. Da gibt es schon einige Anmeldungen, aber es gibt wie immer auch noch freie Plätze. Und zwar geht es diesmal um die Themen Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Selbstliebe ist ja eines meiner Lieblingsthemen und eigentlich, glaube ich, auch für jeden ein Thema. Natürlich wird es auch wieder eine Mama-Auszeit geben. Ich habe ein bisschen was bei der Mama-Auszeit umgestellt. Ich habe eine neue Software mit einer Testgruppe ausprobiert und mich für diese auch entschieden. Und in Zukunft wird es jetzt so sein, dass es die Mama-Auszeiten natürlich immer noch live gibt, aber dann auch on demand. Das heißt, ihr seid nicht mehr zwingend davon abhängig, dass ihr auch zu den Zeiten, wo die Mama-Auszeit läuft, Zeit haben müsst. Weil wenn ihr die einmal bezahlt habt, habt ihr dann auch die Möglichkeit, danach noch darauf zuzugreifen und euch das anzusehen, wenn ihr einfach die Zeit dazu habt. Und bei der Mama-Auszeit ist ja sowieso so, dass ihr im Nachgang immer nochmal alle Meditationen und auch ein kleines Workbook so oder so nochmal zugeschickt bekommt. Wenn euch das Thema ein bisschen näher interessiert, solltet ihr mir auf irgendeinem anderen Kanal folgen. Also auf Instagram teile ich das immer, wenn es dann soweit ist, und auch bei WhatsApp. Also wenn ihr bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen noch nicht dabei seid, dann könnt ihr euch da gerne anmelden. Ist unten in der Infobox verlinkt. Dann hatte ich ja im Februar eine Dankbarkeits-Challenge auf Instagram gemacht. Also jeden Tag gab es eine Frage und ich habe meine Antworten dazu mit euch dort geteilt. Und ihr habt eure Antworten mit mir geteilt, das war auch sehr, sehr schön. Und was hat das mit mir gemacht? Also ich mache diese Challenges, diese Experimente, dieses Dankbarkeitsexperiment, um für mich zu schauen, okay, was machen diese 4 Wochen dann mit mir? Gibt es da wirklich eine Veränderung? Und was sich bei mir verändert hat, war, es war mal schön, sich mit einigen Themen mal wieder auseinanderzusetzen. Also eine Frage war zum Beispiel, für welche Herausforderung bist du dankbar? Oder für welches Familienmitglied bist du besonders dankbar? Und das war sehr, 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 sehr schön, sich mal persönlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und was das jetzt mit mir gemacht hat, ist, ich bin so ein Typ, morgens nach dem Aufstehen ist natürlich erstmal Tohuwabohu, aber wenn ich dann meine Ruhe habe, meine Zeit halt im Bad habe, dann geht bei mir, dann kommt der Jammerer hoch und er fängt erstmal an zu jammern. Das ist jeden Morgen so, der jammert erstmal. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie ich den Jammerer still bekomme, indem ich dann einfach, wenn ich das merke, ich merke das relativ schnell, ach, okay, der Jammerer ist wieder da, dann fange ich einfach an, Dinge aufzuzählen, für die ich dankbar bin. Und dann ist der ganz schnell leise und ganz, ganz ruhig und kommt auch nicht mehr wieder. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich morgens dastehe und denke, boah, bin so dankbar, dass ich mal 10 Stunden, wirklich heute Nacht passiert, 10 Stunden durchgeschlafen habe. Also wir sind alle ungefähr zur selben Zeit eingeschlafen. Ich war sehr müde, ich bin mit den Kindern ins Bett und wir haben 10 Stunden durchgeschlafen. Und solche Sachen zähle ich mir dann einfach auf und dann ist der Jammerer ruhig und der kommt auch den ganzen Tag nicht mehr wieder. Und selbst wenn, dann wüsste ich jetzt, was ich dagegen tun kann. Also das hat mir diese Dankbarkeits-Challenge gebracht. Im März werden wir eine ganz andere Art von Challenge machen. Und zwar die EFT-Challenge. Was EFT ist, das erkläre ich euch gleich noch. Ich habe mit EFT angefangen. Ich weiß nicht, ob ich im Dezember schon damit angefangen habe. Ich mache es aber auf jeden Fall schon seit Januar. Das ist eine gewisse Klopftechnik. Und das hat bei mir so, so viel zum Positiven verändert. Manchmal denkst du so, ja, okay, probier es mal aus. Es schwärmen alle davon, okay, probier es mal aus. Wenn man das dann wirklich macht und wenn man das mal über 2, 3, 4 Wochen macht und wenn man dann diese extrem positiven Veränderungen spürt, das ist so ein Pusher, so ein Motivator, das ist so, 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 so schön und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen erzählen, was EFT ist und ich werde euch nochmal ein paar Videos unten in der Infobox verlinken, weil ich bin kein EFT-Experte. Ich mache das auch einfach nur selber und möchte das gerne mit euch teilen, weil ich die Methode sehr, 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 sehr toll finde. Und ich lade euch ein, im März einen Monat lang, 4 Wochen lang zu klopfen. Nehmt euch ein Thema. Es gibt zum Beispiel auf YouTube auch Klopf,
Klopfrunden, die mache ich sehr, sehr gerne mit. Das heißt, du hast ein Video und da klopft einer die Punkte und spricht dazu. Und du wiederholst einfach, was er spricht und klopfst da auch deine Punkte ab. Das mag ich sehr, sehr gerne. Da muss ich mir nämlich nicht den Kopf zerbrechen, okay, was muss ich jetzt nacheinander klopfen, was muss ich jetzt sagen. Ich mache das einfach nach, was derjenige davor macht. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal nach einem Thema eurer Wahl gucken. Ich kann euch auch mal was unten verlinken, was ich ganz, ganz cool finde. Und ja, möchte euch einladen, das mal mitzumachen. So, jetzt geht's aber erstmal dazu, was ist denn eigentlich EFT? Ich habe mich vorbereitet und wieder einiges aufgeschrieben. Also EFT heißt eigentlich Emotional Freedom Techniques, also frei sein von negativen Emotionen. Wir wissen alle, negative Emotionen müssen und dürfen da sein, aber es ist auch immer schön, Techniken an der Hand zu haben, wie man dann damit umgehen kann. Und dazu zählt zum Beispiel EFT. EFT gehört zur energetischen Psychologie und könnte man so ein bisschen beschreiben wie Akupunktur ohne Nadeln, weil bestimmte Punkte werden mit den Fingerspitzen geklopft. Und da reicht es wirklich, wenn man sich pro Tag 2 bis 5 Minuten Zeit nimmt. Also die Klopfrunde, die ich aktuell mache, geht, glaube ich, 6 Minuten oder so. Das ist die Zeit hat wirklich jeder. Und allein das Klopfen der verschiedenen Punkte entspannt und energetisiert und man ist danach so, okay, und was jetzt? Und der Effekt danach ist natürlich das, was du dir halt als Thema dazu genommen hast. Es gibt verschiedene Erklärungen, warum EFT funktioniert. Ich teile mit euch jetzt mal die für mich am schlüssigsten irgendwie ist oder mit der ich mich am besten identifizieren kann. Und zwar das Klopfen durch aufsteigende Pfade über den Thalamus bewirkt einen Serotoninausstoß. Und Serotonin, das ist ja ein körpereigener Botenstoff, der aufgrund seiner stimmungsaufhellenden Wirkung auch als Glückshormon benannt wird. Und das macht für mich Sinn, dass wenn ich da bestimmte Punkte klopfe, da einfach Serotonin ausgestoßen wird. Und wie gesagt, ich verlinke euch nochmal ein erklärendes Video, was ich auch sehr, sehr gut finde, wo es auch gleich eine Klopfanleitung gibt, mit unten in der Infobox. Und was ich sonst noch so finde, es gibt auch einen ganz guten Artikel, den ich im Internet gefunden habe, von Zentrum der Gesundheit oder so. Den werde ich euch auch mal noch unten mit verlinken. Und zwar gibt es einfach verschiedene Punkte, die geklopft werden. Es gibt auch Punkte, die bei manchen Klopfrunden nicht geklopft werden. Es gibt auch Punkte, wo du merken wirst, der tut dir besonders gut, dann kannst du dich auch auf den fokussieren. Also die Punkte, die ich aktuell klopfe, Achtung, dafür muss ich die Brille abnehmen. Also den Handkantenpunkt klopfe ich. Ich klopfe hier, 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 hier und ich klopfe hier. Ich weiß aber auch, dass es zum Beispiel einen Punkt hier gibt zum Klopfen und auch hier gibt zum Klopfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, worauf ihr Bock habt, welche Klopfanleitung ihr eventuell benutzt und. Aber ich möchte euch gerne einladen, einen Monat lang mit mir zu einem Thema zu klopfen, euch einfach mal auf dieses Experiment einzulassen und mir dann sehr, sehr gerne zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Also in meiner Facebook-Gruppe, die ist auch immer unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr euch auch super bei solchen Sachen austauschen. Da gibt es zum Beispiel auch ein paar Leute, die sich zum Beispiel über die Chakra-Challenge austauschen, die wir ja aktuell machen. Und dort können wir dann auch einen Post machen, wo ihr euch über diese EFT-Challenge zum Beispiel austauschen könnt, wo ihr Videos posten könnt, die ihr den anderen empfehlen wollt. Wenn ihr Fragen habt, wie das Ganze funktioniert, dann würde ich euch bitten, das dort zu stellen. Oder mich einfach zu kontaktieren per E-Mail, bei WhatsApp, wenn ihr bei meinen Coaching-Impulsen dabei seid. Oder. So viel dazu. Also ich freue mich da sehr drauf, weil das war noch mal etwas. Das ist übrigens auch ein Video, was ich demnächst noch mal drehen werde zu meinen neuen Routinen. Und da gehört EFT zum Beispiel mit dazu. Dann wird es im März noch etwas Neues geben. Und zwar gebe ich hier am Ort, also offline, einen 6-wöchigen Meditationskurs. Und ich habe mir überlegt, ich möchte euch diesen 6-wöchigen Meditationskurs gerne auch zur Verfügung stellen. Das heißt, das, was ich dort mit meinen Leuten vor Ort mache, bekommt ihr hier online. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, ich werde dann dazu auch nochmal irgendwie was auf Instagram auf jeden Fall sagen und auch bei WhatsApp, wenn es dann soweit ist, wenn der Launch ansteht.
Und zwar wird es so sein, dass wir live meditieren. Wenn ihr aber nicht live dabei sein könnt oder die Meditation dann später nochmal machen wollt, bekommt ihr das dann alles zum Herunterladen, die Meditation. Es wird darüber hinaus auch immer so ein bisschen Input im Vorfeld geben, dass ich ein bisschen was dazu erzähle und wir dann so 20 bis 30 Minuten nachher nochmal zusammen meditieren. Aber ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, dass ihr da live dabei sein könnt. Deswegen gibt es immer die Möglichkeit, das ganz individuell zu machen, weil ihr euch das dann einfach runterladen könnt und dann sowieso die Meditation für später, für länger noch habt. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Wenn ihr allgemein Bock auf Meditation habt, gibt es ja auch einige auf meinem Kanal und aktuell mache ich immer mal wieder Live-Meditationen auf Instagram. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, macht das sehr, sehr gerne. Da gehe ich immer mal wieder live und mache so kleine 5 bis 10 Minuten Meditation einfach so im Alltag rein. Und die sind ja dann immer 24 Stunden verfügbar. Da könnt ihr dann auch gucken, wie das bei euch in den Alltag passt. Genau. Ansonsten, wie immer der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, wenn ihr irgendwelche Meditationswünsche auch habt, dann schreibt das jetzt super gern in die Kommentare. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr bei der Dankbarkeits-Challenge im Februar mitgemacht habt, wenn ihr jetzt mal unten schreibt, wie es euch gefallen hat. So, das war's, glaube ich. Wieder sehr, sehr viele Informationen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!